so, sind wir denn noch auf dem richtigen Weg überhaupt? Das wird weniger, auch das wird weniger. Das ist super. Immer mal orientieren. So, jetzt gehen wir mal schlafen. Das heißt erstmal Abendbrot. Hoffentlich reicht das Essen. Was hat denn das mit dem Zwiebeln auf sich? War das hier? Von da kamen wir noch. Gucken wir noch mal genau nach. Ja, ist richtig. Was hat denn diese Errungenschaft Zwiebeln zu sagen? Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht. Ich verstehe gar nichts. Also um noch mal auf die Zeit nach der Pensionierung zu sprechen zu kommen. Das wird wahrscheinlich jetzt noch nicht sein. Aber wenn dieses Video rauskommt, ich schätze mal, dass wir dann Mitte November haben. Und dass es dann schon halt nur noch 2 Wochen hin sind und vielleicht 2 oder 3 Dienste und noch so ein paar 5 Urlaubstage oder irgendwie sowas. Ja, und dann gibt es weniger Geld. Ups. Ich weiß noch gar nicht genau, wie viel weniger, aber könnte die Hälfte sein. Also nur die Hälfte bekommen. Ja, wenn ich jetzt 1 Million Zuschauer hätte. Ich will ja gar nicht 1 Million Abonnenten haben, aber 1 Million Zuschauer wäre ja nicht schlecht. Vielleicht legen mir so ein super duper Video mit Nummer 1 Format im Trending oder wie auch immer das heißt. Also Sümpfe gibt es viel. Ja, da könnte man dann natürlich noch ein bisschen Geld verdienen, ja. Das ist natürlich als Pension ja auch nicht so einfach. Das müsstest du eigentlich vorher anzeigen. Aber ich kann ja nichts anzeigen, wenn ich kein... Jetzt müssen wir hier durch uns wühlen. Ich kann ja nichts anzeigen, wenn ich nicht weiß, wie viel ich verdiene. Also nehmen wir mal an jetzt... Gut, ich habe die ganze Werbung rausgenommen. Ausgeschaltet. Und deswegen kann ich da auch nichts verdienen. Aber jetzt mal gesetzt den Fall, ich würde sie einschalten. Dann gäbe es vielleicht, naja, 50 Pfennig im Monat. Oder Cent, besser gesagt. Ne? Das fällt natürlich. Ist natürlich nicht meldepflichtig wahrscheinlich, aber. Irgendwo ist Lava. Nicht reinfallen. So, schöne Blüten. Wölfe. Gut, dann haben wir wieder einen Ozean vor uns. Gucken wir mal. Wird alles kleiner? Jawohl. Also wir haben jetzt schon mal von den 22, wo wir waren, haben wir schon mal 16 geschafft. Das heißt, bei 11 haben wir die Hälfte. Und vielleicht wäre das ja ein schöner Punkt, um dann den großen Cut zu machen und zu sagen, wir beenden die Aufnahme für heute. Also ich komme ja nie zurück bis nach Romesberg. Stellt euch mal vor, das wäre jetzt nicht 20.000, sondern 200.000.
Was ist dies hier für eine grässliche Landschaft, sagt er mal, Leute. Nee. Ja, also Minecraft geht natürlich weiter, auch nach der Pensionierung. Das ist klar, das macht mir zu viel Spaß. Ja, dann habe ich auch ein bisschen, dann habe ich auch Zeit dazu. Ich habe ja sonst auch immer Zeit gehabt, aber man muss dann halt immer schon mal gucken. Dann hat man den Dienst und dann wird vielleicht einer krank oder muss man Aushilfe machen und beziehungsweise einspringen als Ersatz. Ja, etc. Petete. Na, Sumpfkühe. So, das sieht aus wie ein größerer Ozean. Das ist natürlich immer schön. Das gefällt mir. Ah, da sehe ich schon wieder Land. Sind wir jetzt richtig in dem Winkel? Jo, wir sind richtig. Na, so groß ist der Ozean dann doch nicht. Vielleicht kommt man da um die Ecke. Oder? Ah, sieht nicht so aus. Also müssen wir wohl durch die Wüste. So. Die erste richtige Wüste hier. Mal schauen, wie groß sie ist. Da links sind Akazienbäume. Vielleicht sollte ich da mal ein bisschen was mitnehmen, weil wir relativ wenige Setzlinge haben. Hier stehen die Akazienbäume ja sehr praktisch direkt an der Wüste. Wow! Hilfe! So. Stellt euch vor, da war Lava. Lava drunter oder sowas. So, dann geht es also hier weiter. Was wir die noch mitnehmen? Ich kann ja auch Sachen einfach so hängen lassen, nicht? Aber Akazienholz ist natürlich eine feine Sache. Da gucken wir gleich mal, ob wir da vielleicht Setzlinge dann rausfallen sehen. Schafe gibt es bei Akazien auch. Ach, das ist keine Akazie. Na gut. So. Gucken wir mal hier, ob da was runterkommt. Ist hier was runtergekommen? Ja, Baumstumpf. Was war das jetzt hier? Feuerzeuge. Wisst ihr was? Feuerzeuge brauche ich nicht hier. So viel zumindest. Ich brauche eigentlich überhaupt kein Feuerzeug. Warum habe ich die mitgenommen? So. Hier, Setzling. Das brauchen wir. Setzling. Wunderbar. Schon mal zwei Setzlinge. Also, ich glaube, da kriegen wir bei unserer Baumfarm auch Setzlinge daraus. Na? Okay, weiter geht's. Ist das jetzt hier richtig? F3? Ja, im Prinzip schon. Also müssen wir hier genauso quer rüber. Ach ja, das ist schon hart, schwierig alles, ja. Also ein paar Büsche, die geben nichts. Das ist jetzt auch mal eine richtige Wüste. Schöne Wüste.
Gut, wir haben ja auch zu Hause Gewüst genug. Aua. Also, was ist das gewesen? Oder was? Da wird es schon wieder dunkel, da ist das nächste Dorf. Ah, gehen wir da mal hin. Ein Wüstendorf, respektive ein Dorf, so halb Wüste und halb, halb nicht. Also sieht doch hübsch aus, da zweistöckiges Häuschen, da kann man sich dann gleich mal hinlegen. Weil es dunkel wird, mit Kirche und alles. Gut, habt ihr für einen armen Wanderer ein Nachtlager, liebe Leute? Der kann auch kaum mehr laufen, der muss was essen. Ich habe jetzt doch Bedenken mit dem Futter. Das ist immer ein großes Dorf hier. Zwei Kirchen. So, ob da hier irgendwas drin, was ich mitnehmen kann. Vielleicht, das sieht ja doch aus. Ne, da ist einer. Oh, sogar ein Eisenmann. Und eine Kerze. Ein Eisenmann. Keinen Platz mehr. Also diese Seerosenblätter kann ich dann wegschmeißen. Die Kohle behalte ich natürlich. Das behalte ich natürlich. Ich bin voll. Ich bin voll. Nee. So, sind wir hier jetzt richtig, wenn wir in die Richtung gehen. Das wird schon wieder mehr. Ich muss in die. Da wird das mehr. Das wird 31. Das wird auch mehr. Ich muss ganz die ganz entgegengesetzte Richtung. Nämlich in die. Richtig. So ist es. Okay. Gut, dass man diese F3-Koordinatenmöglichkeit hat. Sonst wäre man wirklich ziemlich übel dran. Also wenn ich die Koordinaten nicht aufrufen könnte, wüsste ich nicht, wo ich hin müsste. Denn wenn du das vorher geplant würdest, nicht, dann könnte man das ja... Aber ich weiß jetzt wirklich nicht, in welche Richtung. Dorf ist. Ich weiß nur, dass unter mir irgendwelche Monster sind ab und an. So, diesen Wald müsste ich eigentlich umgehen irgendwie. Ich mag diese Art Wälder nicht. Vielleicht kommen wir ja da so durch auf dem Fluss. Ja, wir sind jetzt schon wieder in einem anderen Wald, mehr oder weniger Birkenwald. Also die gehen wir mal hier, wo er heißt, eine Höhle. Das muss ja nicht sein. Ich will nur nach Hause. Ich will nur nach Hause, liebe Leute. Und dann muss ich mir mal den Teleporter angucken. Das kann ja nicht sein, dass der einen jetzt so durch die... in die Wildnis schickt, sozusagen. Das geht ja nun mal gar nicht.
Der nächste Download wird natürlich ziemlich groß, ne, wisst ihr dann auch. Denn das alles hier wird ja mitgespeichert. Alles hier wird ja mitgespeichert. Wir sind bei 20.000 gewesen. Sind wir richtig? Ja, wir sind richtig. Oh, hübsch Blumen hier, also wirklich. Das ist eine schöne Landschaft hier mit den Blümchen. Natürlich viel zu weit weg. Ich habe auch nicht die Möglichkeit, ja, wenn ich jetzt schon diese, wie heißen die Kisten, diese Schalker Kisten hätten, selbst wenn sie in der zweiten Liga jetzt sind, Schalke, aber die Kisten wären natürlich schön. Also ich muss irgendwann mal ins End, denn nur die gibt es ja da, nur da gibt es ja die, meine ich. Ich 25, dann habe ich jetzt 10 verbraten. Na, wir sind jetzt bei 14.000. Wir haben also jetzt für 8.000 über 10 gebraucht. Ja, wenn ich viel Boot fahren könnte, dann verbrauche ich überhaupt kein Essen. Also ein Riesenozean wäre natürlich super. Sind wieder Bienen. Bienen und Blumen und Pferde. Ui. Moment mal. Ich müsste einen Sattel haben, ne? Der Hacke. Meine Werkbänke, 3 Stück da. Da schauen wir doch mal nach, wie ist das mit dem Sattel. Also wenn ich einen Sattel machen möchte, gibt's nicht. Stehe ich jetzt nicht. Oh, jetzt ist ja so ein dunkler Wald ringsherum. Den muss ich irgendwie, da müsste ich durch oder außenrum. Ich bin ja lieber für außenrum. So, ein Eichenwald. Auch hier gibt es Bienen. Aha. Ja, ich tue euch nichts, Bienen. Der Baum hängt in der Luft. Minecraft, was hast du nur gemacht? Ja, man sollte immer einen Sattel dabei haben. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Wobei hier natürlich im Wald so ein Pferd eigentlich überhaupt völliger Unsinn ist. Da hört er auf, ne? Ne, da ist er nur eine Etage tiefer. Aber da haben wir ein bisschen Wasser. Und hier geht es dann weiter. Ich denke mal, dass wir in dieser Richtung richtig sind. Ist das so? F3. Das wird weniger und das auch. Jawohl.
Hallo, Kuh. Tschüss, Kuh. Leider sehen wir uns ja nie wieder. So, ein hübscher Wald. Jetzt kommen wir so ein bisschen fichtenmäßig daher. Ui, so, ein Flüsschen. Fluss könnte in ein Meer fließen und dann sind wir wieder ein gutes Stück weiter. Zumindest geht er in die richtige Richtung hier. Das sieht eher wie Hochgebirge aus. Upsa. So, hier rum, jawohl. Und dann müssen wir wieder irgendwie so ein bisschen uns links halten. Der Fluss tut uns den Gefallen, aber das war's dann auch. Oder geht er hier noch weiter? Geht noch weiter. Aber ich glaube, hier ist jetzt erstmal Ende. Und hier wäre zum Beispiel ein schöner Platz zum Schlafen. So, können wir erstmal was essen. Ist doch schon finster, ja. Hallo. Hallo.